Ich habe mit einem Freund Indigo Hill besucht. Natürlich bin ich dorthin gelaufen, aber nicht freiwillig. Indigo Hill ist noch nicht an das Streckennetz angeschlossen. Die Aussicht dort ist aber echt toll. Da kam mir der Gedanke, dass nicht nur die Bewohner dort, sondern auch Leute aus anderen Stadtteilen eine Anbindung dorthin schätzen würden. Was meinst du? Jo. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator. So, warte mal. Wir müssen jetzt was anderes machen. Ja, heute ist das Mikrofon noch angeschlossen. Das war nämlich der letzte Folge nicht der Fall, aber ihr habt nicht viel verpasst. Deswegen... Ja, außer mein Gequatsche. Ja, schön, dass ihr dabei seid, wie gesagt, beim Bus-Simulator 21 mit der nächsten Folge. In der letzten Folge war es relativ easy. Wir haben ja den Arnold Park hochgepusht. Wir haben die Mission erledigt. Ich guck mal nach einem neuen Bus. Den haben wir jetzt kaufen. Dann brauche ich keinen anderen abzuziehen. Ich nehme mal wieder einen Citaro, weil ich gerade Bock drauf habe. So, der bleibt natürlich erstmal nackig. Wie gesagt, ich lasse mir natürlich gerne mal die Option offen. Ich lasse mir gerne mal die Option ein bisschen offen und falls mal wieder was kommt mit, ja, machen wir Werbung. So, neue Bus gekauft. So, nächste Mission heißt Niemand bleibt zurück. Über die Indigo Hill, Greenwood und Eclipse Bay mit einer ausgeglichenen Route. Naja, das ist kein, das geringste Problem. Clay Street. Point Lobos Avenue. So, Route erstellen. Point Lobos Avenue. So. Baker Park, North Entrance. Golden Shore. So, so. Eclipse Bay und Greenwood. Wo denn Greenwood? Greenwood. Ach, da unten. Ah, da müssen wir was. Da müssen wir was anders rumfahren. Also fahren wir da runter. Indigo Hill. Dann haben wir jetzt 1-1. Seaview Beach. Seaview Beach. Zweimal lila. Cliff View. Glenwood Avenue. Kann ich da? Nehmen wir die. Ja, perfekt. Novak Academy. So. So gut ist nicht ausbalanciert. So, jetzt brauche ich noch Display und jetzt brauche ich noch Greenwood. Greenwood Fields. Soll ich irgendwo eine Schule? Street, Second Street. Greenwood High School East, First Street. Warte mal, Greenwood High School East, das hört sich. Greenwood, Greenwood High School. Freeman Street, Freeman Street. Ich brauche nämlich was Grünes. Second Street. Apple Farms Walk. Greenwood Fields. Old Police Station. Greenwood High School. So. Warte mal, ich Greenwood High School East. Brauche ich doch was Lilanes. Greenwood High School. Sixth Street. So. Habe ich irgendwas? Habe ich jetzt irgendwas vergessen auf der Route? Warte mal. Indigo Hill, Eclipse Bay und Greenwood. Eclipse Bay nicht mehr drin? Corino Avenue. Eclipse Bay nicht mehr drin? Gute Willen. Also nochmal rausnehmen. So. South Gallard Drive. Also, Indigo Hill. West Tarabao Street. Golden Shore.
Dann Eclipse Bay. Cliffview. Novak Academy. Eclipse Bay, Indigo Eclipse Bay und Greenwood. Ich muss ja Greenwood jetzt noch dazu packen. Greenwood Fields. Greenwood High School East. Second Street. Ja, aber so rum. Ist egal. So, mit der ist es ausgeglichene Route. Da müssen wir 50 Fahrgäste befördern. Und ein Zahltag. Ja gut, das ist das geringste Problem, die Mission. So, den Mercedes brauchen wir auf die Route. Also den Mercedes, ein paar Mal gesagt, habe ich gekauft, ne? Ist der immer so weit hinten? Route 40. So. Gut. Dann gucke ich mal gerade, wo wir hier oben hin müssen. Die beginnt. Schnellreise. So. So. Die steht auf der, steht jetzt auf, also die gerade steht jetzt auf der anderen Seite, die Leute, oder was? Tatsächlich. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich jetzt irgendwo eine Wendeplatz finde. Das Problem ist, dass wir natürlich jetzt auf der anderen Seite stehen müssen. Aber ich hätte was anderes machen können. Drehen wir einmal kurz hier, wir haben ja ein bisschen Zeit. Es war natürlich super, dass ich die Straßenlaterne Leuten nicht. Das war das Straßenlaterne? Ja, Straßenlaterne. Egal. Guck mal, wir kriegen sogar mit einem Rutsch hin. Ja, herzlich willkommen in der Linie 40. Zwischen zwischen Indigo Hill und Greenwood über so Golden Shore auf jeden Fall. Über Indigo Hill und Eclipse Bay nach Greenwood. So ist es richtig. Wir müssen ja nur einen Vorteil und 50 Fahrgäste mitnehmen. Dann ist es relativ easy erledigt. Die Mission ist nicht schwer. Coole Karre. Dankeschön. Gerade schon gekauft. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, die kriegst du auch. So, nächste Haltestelle ist dann Baker Park North Entrance. Ist jetzt nicht wirklich weit. Ich warte eigentlich immer noch auf den Scania. Hier sind wir zu Arnold Park. Also das kriegen wir ohne Probleme hin. Guck mal, wir haben ja schon fast 20 hier. So, ein Seniorenticket. Ich hab gehört, in der Nähe von Andrews Lookout gibt es einen versteckten Stand. Wissen Sie etwas darüber? Ich brauche eine Fahrkarte.
Studententicket, Tageskarte. Danke. Schön. Einfache Fahrt, bitte. Ja. Ah, hier gibt alle passend, das ist immer super. Warte mal, das war irgendwie einer eingepennt, dachte mir gerade an. Ich muss noch die Wäsche machen. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Aber nicht was? Anfassen. Oh, Augenblick. Da, hier, bitte. So, warte mal. Moment. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ich habe sie doch Mountie schon gezeigt. Ach, da ist noch einer. Okay. Gut. Hier. Alle mit Fahrkarten. Hier. Wunderbar. Novak Academy. So, jetzt ist es richtig. Wie gesagt, die 50 Leute kriegen wir ohne Probleme hin und den Zahltag ist auch pipifax auf der Route. Das kriegen wir wahrscheinlich schon hin. Wir kriegen es wahrscheinlich sogar alles in eine Folge hin. Das ist immer gut. Dann brauche ich nicht 10 mal neue Folgen machen mit neuen Dings für die Mission. So ist das immer ein bisschen problematisch, wenn er dann irgendwelche neuen Stadtteile auf 3 oder 4 aufwerten muss. Deswegen. Ich muss ja sowieso ein bisschen vorproduzieren die nächsten Tage, weil ich jetzt das kommende Wochenende nicht da bin, von Samstag auf Sonntag. Also quasi 2 Tage. Und ich weiß noch nicht, ob ich danach eine 500 Kilometer Autofahrt mal Lust habe, kurz aufzunehmen. Deswegen werde ich da ein bisschen was vorproduzieren die nächsten Tage hier beim Bus-Simulator. Also Rainbow läuft immer ein bisschen was durch, klar. Eventuell kommt noch mit einem neuen Projekt, wieder ein Core-Projekt dazu. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen jetzt noch vom Urlaub. Wahrscheinlich eher nicht. Weil der Marki hat nämlich, also Markus, der mit dem ich ja schon. Ich muss meine Mutter anrufen. Sie schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Mit dem ich ja schon so ein oder andere Projekt unter anderem mit GTA aufgenommen habe. Moin. Oh, Alter, der kam aber auch rausgeschossen. Ja, das muss raus. Ja, komm, geh raus. Wie gesagt, normalerweise nicht mal, darf ich das gar nicht. Wie gesagt, die Leute mich erkennen. Ich bin ja tatsächlich ein Real-Life-Busfahrer. Mir fällt tatsächlich der Sonntag ist weg jetzt, oder viel jetzt der Sonntag weg zum Laufen, ich brauche ja auch mal den Samstag. Und da muss ich halt gucken, wie die Zeit ich passiert. Das ist halt, durch meinen Job ist es halt nicht immer möglich, groß vorzuproduzieren, weil halt auch die Zeit dann irgendwann fehlt. Wenn ich mal einen Tag frei habe, dann ist das kein Problem, da kann ich nicht ransitzen, wenn halt alles erledigt ist. Das Problem ist das Auto, was da ist. Als Sonntag. Naja, noch ein bisschen. So, nächste Haltestelle in der Wacke, die Academy. Jetzt war sogar fast pünktlich. Ah, die steht auf der anderen Seite, ja? Ich bin falsch abgebogen. Scheiße. Normalerweise auch, das ist nicht ganz erlaubt, was ich hier mache. Warum gehst du? Aber ganz einfach, warum geht man nicht voran? Ich bin ein Lacrosse-Dad. Das ist wie eine Fußballmama, nur statt dem Wagen nehmen wir den Bus. Okay. Upsi. Normalerweise darf ich das gar nicht machen. Ich muss normalerweise hier. Alles schnell kann ausgebaut werden. Auf Stufe 7 schon. Ich hoffe, wir haben schon den ersten Teil der Mission wieder geschafft. Nämlich den Zahltag. Sie versperren die Tür. Keiner will eine Fahrkarte. Alle haben eine. Ich muss mal kurz hier den Fahrgast rausschicken. Hat er das überhaupt übernommen?
Ja. Okay, fehlt noch 7 Fahrgäste. Dann haben wir es. Also ich spreche 7 aus und einsteigen. Also wir haben die Aufgabe auf jeden Fall schon geschafft. Weil wir müssen ja das, was hier noch drin ist, müssen wir ja ausladen. Und das sind ja mehr als 7, die wir drin haben. So, nächste Haltestelle ist die Greenwood High School East. Das ist jetzt ein ganz schönes Stück darunter. Ich versuche jetzt mal größtenteils pro Mission einen neuen Bus zu kaufen, dass wir da ein bisschen planen können. Um auszurechnen, außer Fahrplan. Das ist so viel. Ich habe eigentlich gar keine Verspätung. Ich habe leider auch keine Taste gefunden, um jetzt die Warnblinkanlage anzumachen, aber die kann ich. Oder hier den Musikhörer. Da hinten ist er, der Partymanx. Oh ja. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Das war eigentlich nicht der Plan. Oshi! Oh nein. Oh. Warum fragen Sie mich denn Sie schon waren wieder? Schon bei mir. Gut. Ja, ich versuche jetzt ohne euch heute neue Route noch einen Bus zu kaufen, um vielleicht ein bisschen Einnahmen zu generieren. Und umso mehr Busse wir haben, umso mehr Einnahmen generieren wir auf den Routen. So. Damit, dass ich eigentlich mit dem Dings fahre. Ja, hast du. Wenn du nicht ohne gültige erwischt wirst. Zwei haben wir ja erwischt auf der Route. Ich will ja am liebsten alle Routen abdecken mit den Bussen. Solange ich wieder so tolle Mission komme, 20% müssen nämlich die Gasbusse sein oder so. So. Ja, jetzt haben wir bald ja eine Highschool. Und dann haben wir es schon geschafft. Jetzt hier schon die letzte Haltestelle. Meine Fahrkarte wird uns finden. Kommt man über Greenwood oder über die Bergstraße schneller nach Eclipse Bay? Da der Bus auch über Eclipse Bay fährt, würde ich sagen, eigentlich über die Straße, über die Schnellstraße. Ich bin rechts abgebogen, ich bin nicht geradeaus gefahren. Vielleicht hätte ich da auch geblinkt an der Stelle. Wo ist er wieder? Ich habe kein Geld, eine neue zu kaufen. Da ist sie. Guck mal, passt sogar perfekt mit der Ampel. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen.
dieser scheiß Kohletransporter. Den glaube ich, der hat schon ein paar Mal mich aufgeregt. So, da hinten ist die letzte Haltestelle. Wir sind sogar relativ pünktlich. Gut, ich habe einmal Fahrkarten kontrolliert. Ich habe einmal Musik ausgemacht und einmal der Fahrkarte mit der blockierten Tür, genau. Nicht essen sollen. Musik und einen schlafenden Fahrgast. Die Studenten nennen die Unikatze Schrödinger. Ich hätte es jetzt am liebsten gemacht wie der Grüne da hier, den einfach rechts vorbeifahren, einfach nicht vorbeifahren. Aber es ist schlimm passiert. So, damit haben wir das Ende der Mission auch schon erreicht. Also durch die Haltestelle. Und damit ist das der beste Weg, diese Mission zu erledigen. Niemand bleibt zurück. Jetzt, da alle Wandergebiete miteinander verbunden sind, wird das Wandern deutlich beliebter. Ich möchte am liebsten sofort losgehen. Unser Stadtstreckennetz ist fast fertig. Endlich haben wir sogar eine perfekte Aufgabe. Das war weil der letzte Teil, der in unserem Streckennetz gefehlt hat. Jetzt ist es an der Zeit zu beweisen, dass wir die Stadt im Griff haben. 108.700. Perfekt. Damit bleibt dieser Bus auf dieser Route. 100% Effektivität. Und die nächste Mission heißt Schnapsidea, verwende Pecunia. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.